Peggy 18. Sehr schön. Okay, so, jetzt holen wir hier noch die Gefälligkeit ab und dann rufen wir Jackie endlich an. Er war wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf unseren Anruf. Wahrscheinlich sitzt er zu Hause oder wo auch immer. Oder auf der Straße und hofft die ganze Zeit, way, bitte ruf mich an, mir geht's so beschissen, way. So, und hier ist auch cool. Die machen auch das Ding. Also nicht nur, dass wir alleine das machen sollen, diese Speedrun-Scheiße. Nee, die macht das auch. Der ist aber viel schneller als ich, komme mir vor. You stoned again, Dusty? No, man, no. I just took some mushrooms off. Now I got to do another video for the cockroach that was supposed to run for me. He's up here. Can you help me? Oh, see. I think a cat ate him, man. So be careful. Was labert der? Katze? Alter, ja, voll auf Crack. Der Typ. So, komm. I'm ready to fight. Oder ready to run. Ja, pink, alles pink, ich seh's. Bei mir ist alles gelb, ist auch irgendwie unter Drogen, ne? Geronimo! Und hier kann er sich geilerweise nicht abrollen. Ich weiß nicht warum. Ich drück original dann, aber bei dem Ding kann er sich nicht abrollen. Aus dem Weg! Ins Wasser rein, du Wichser. So. Aus dem Weg, hallo. Tut mir leid. Ich bezahl's dir, nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Geronimo! Hopp. Geschafft. Zack. Das war's. Super. 2000, ja, ist doch nett. So, jetzt erstmal auf die Straße kommen. Oder eher irgendwo mal hochkommen und dann vielleicht nochmal gucken, ob hier wirklich vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, Tresor oder noch ein Gesundheitsschrein ist. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Tatsache. Ich fasse es ja nicht. Wenn es doch Tatsache noch ein Gesundheitsschrein. Ich wusste nicht mehr genau, aber anscheinend habe ich mich nicht getäuscht. Super. Okay, dann erstmal hier hin. Und dann machen wir uns nass. Was soll's? Geronimo! Super. Okay. Ich würde aber trotzdem sagen, wir sind ja eh eigentlich fast zu Hause, oder? Ich glaube schon, in der Nähe von unserem Zuhause sind wir. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Weil dann ziehen wir erstmal so, weiß ich nicht, unseren Pullover oder so ein bisschen mal an. So ein ganz kleines bisschen vielleicht, weiß ich nicht. Aber jetzt sind wir auf der... What the fuck, wo sind wir eigentlich? Aber wir sind hier unten wohnen wir. Aha, okay. Na gut, das heißt, zuerst diese Penner verprügeln, weil die haben einen Tresor und den Tresor will ich. Und da ist Kohle drin und die Kohle will ich. Und ja, so, erstmal ein Spear. Watz und ins Gesicht. So. Ich habe hier einen schönen Move für dich. Hier. Ah, fuck. Watz! Und watz und watz und boom! So sieht's aus. Zack, zack. Was geht ab, Kollege? Hier! Warm! In die Fresse! Na? Hast du Bock? Alter, du bist so ein Weicher. Wichskrüppel! Das tut natürlich auch verdammt weh. Also, wie sehe ich das? Er steigt zuerst auf sein Knie hoch und dann mit dem Schwung voll, mit dem Ellbogen voll auf den Kopf. Tja, das tut weh. Das tut richtig weh. Aber gut. Way ist halt krank und Way ist halt ein Cop und Way ist halt ein Triadenmitglied und er spielt halt ein doppeltes Spielchen und da kann er sich das auch erlauben. Ich kann mich nie hier, oder? Das würde mich ja wundern, wenn er hier hochkommen würde. Also das kann ich mal Way. Da kann gerade mal Spider-Man und das war's auch schon. Na komm, aber hier. Mua. So, okay. Ne, scheiß drauf, wir holen uns jetzt kein neues Gewand, das soll's. Komm, einfach hier, hinsehen, da sind schon wieder welche. Kann auch nicht sein, ich baue mal ein Auto irgendwann mal. Yo, was geht? Der Tresor ist hier unten, nur zur Info. So, kann ich jemand machen? Die Mülltonne ist zu, was soll denn die Scheiße? Was? So. Komm schon. Fuck you, du blöder Wichser. Mach einen Abgang jetzt. Keine Zeit für dich jetzt hier. Komm, ins Gesicht. Und warm! Der steht doch immer. Ich fass es ja nicht. Jetzt ne... Ja, Sommer! Zack! Und bam! Und ins Gesicht! So sieht's aus, du Wichser. Wichskröte, was auch immer. So, hier runter. Hier ist das Ohr. Nicht wahr? Ja. Oh, muss ich wieder hier knacken. Oh mein Gott. Alter Leute, mir ist auch so warm hier, das ist auch der Hammer.
Oh, ich schließ mir die Scheiße ab. So, 11 und 0. Perfekt. Also wenn man es mal... Hallo? Wenn man es mal kann, der Knacken, das habe ich ja schon mal gesagt, dann ist es easy going. Dann hat man das in 10 Sekunden. So, joa. Weiß auch nicht. Hier hinten am Arschstall ist ein Parkplatz-Gedöns-Ding. Okay. Jackie? Nicht Road, nein! Na, Mann! Das ist jetzt Nebenmission, verdammt! Ja, ich wollte. Ja, Mann, ey, da mache ich halt die Nebenmission auch noch ganz schnell, das ist. Nee. Okay, Taxi. Verdammt, ich wollte Check anrufen, als meine Nebenmission, was soll die Scheiße? Oh, ich hab aber so viel Kohle, da ist es ja auch egal, wenn wir ein Taxi nehmen, oder? Da ist es sowas von Latte. Und ich habe jetzt auch keinen Bock hier. Ich hätte auch keinen Bock hier zu Fuß zu dem Park-Ding dann gehen und dann erst hier hinfahren. Nee, gar keinen Fall. So, dann machen wir die Mission ganz schnell, obwohl er eigentlich jetzt Jackie helfen wollte oder was auch immer. Aber gut. So, von der Minimap her kann ich hier irgendwo weitergehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo weiter hier gehen kann. Hä? Wo ist hier die scheiß Mission? Hat die hier hinten, da irgendwo, am Arsch der Welt? Bin ich bescheuert jetzt oder was ist hier los? Ah, hier oben, ah, ich weiß schon. Okay, passt. Samsung Gao, du musst Roland bezahlen, du Wichser. Hey, Kollege. Samsung Gao, Roland, time to pay you. Ja, ich bin Profi. Ich bin Profi, aber das ist echt eine gute Frage. Wie haben wir ihn denn eigentlich gefunden? Nur von der Minimap hier irgendwie. Keine Ahnung. So, ja, ich kenn die Strecke. Ich bin nicht schon mal hier lang gelaufen, der Typ. So ist ja nicht. Und ich bin viel schneller als du. Obwohl es jetzt nicht so aussieht, aber ich bin viel trainierter als du. Und das sieht so aus. Ja komm, wo ich lauf? Noch keine Zeit. Und spring! Komm schon. Du hast doch Mirror's Edge gespielt, ich weiß es doch. Und ich auch. Also das ist perfekt eigentlich. Beide können hier Freerunning machen, also ich bei Mirror's Edge und du hier so und dann kriegen wir doch ganz einfach jetzt hier. Komm schon. Komm schon. Da gibt es nicht, da kann aber auch laufen, der Typ. So schlecht ist es auch nicht, der Typ. Aber jetzt habe ich ihn. Hey, du Wichser. Mach einen Abgang, Kollege. Mach einen fucking Abgang. Sehr schön. Das hätten wir. 20.000 für die Mission. Okay, hat sich's gelohnt, ja. Okay, so, und weil wir krass sind, runter. Oh. Und weil wir noch krasser sind, hier. Hua, hua, hua. Zack. I love it. Das ist nur zur Info, dieser Bodenangriff von dem Triaden-Upgrade, also... Greifen Sie, wenn Sie liegen, ja, an. Also das ist dieser Bodenangriff-Kack. Gut. Erstmal brauche ich ein Moped und dann rufe ich Jackie an. Also ich verschiebe diese Jackie-Anrufen echt ohne Ende. Einmal hier Gefälligkeit machen, dann hier diese Nebenmission, jetzt Moped holen. Also das Ding wird verschoben ohne Ende. Aber egal, so jetzt hier. Jackie, wie geht's? Geht Moped auch? Ich hoff's. Wow, also Jackie ist anscheinend schon wieder fit und er hat auch wieder einen Job, obwohl er erst, weiß ich nicht, gestern oder so jemand gekillt hat. Also nicht schlecht. Und jetzt geht wieder die Kopfbewertung scheiße los. Wie immer. Das heißt aufpassen, meine Fresse. Was ist das hier für eine Mucke eigentlich? Hier machen wir hier Itch Club. Was soll denn das? So. Ja, Werbung, ganz geil. Das ist so typisch. Wie spät haben wir es denn eigentlich?
11 Uhr, ja, ich würde sagen, das ist Viertel zwei in der Früh, auf jeden Fall ist das in der Früh. So, ist die Mucke mal? Gibt's hier eine Mucke? Ja, Ed Oil. Ist zwar nicht so eine geile Mucke, glaube ich, aber besser als ja nix. Aber ist auch eigentlich egal, weil ihr hört wahrscheinlich eh nichts von der Mucke, weil ich euch hier komplett zuplapper. Aber Ed muss ja auch. Weil ich kann hier kein Let's Play machen, wenn ich nichts laber. Das ist ja dann kein Let's Play. Das heißt, ich muss ja eigentlich auch labern. Aber gut. Kann ich jetzt nichts für. Zuerst mir hier 1000 Milliarden Kilometer Gurken, alter Mann. Mann, ich wollte jetzt hier diese verkackten 18k Wichser töten, weil ich dachte, die stehen hier einfach so immer. Aber anscheinend, wenn ich eine Mission bin, nicht. Weil ich dachte, vielleicht bekomme ich dann extra Triadenpunkte, so wenn ich die jetzt einfach zusammenfahre. Naja, schade. Weil ich glaube, an dieser Stelle sind die immer mit dem Tresor, obwohl der Tresor schon offen ist. Aber die Gurken immer noch dort ab, aber. Sie brauchen aber gar nichts mehr beschützt, weil das so ist leer, also keine Ahnung, warum die da auch immer stehen. Naja, wahrscheinlich wollen sie nicht nach Hause zu ihren Freunden oder so, falls sie auch welche haben. Naja. Ah! Ach so, stehen bleiben auf! Verdammt, ich dachte, das Ding bremst ab. Die Mission bremst mich ab. Was für ein Kack. Ich brauche echt ein Auto, er kann nicht auf dem Motorrad mitfahren, oder was ist hier los? Ist nicht dein Ernst, oder? Wo ist hier scheiß Garage? Ah, ich muss echt mit dem Auto kommen, ich krieg zu viel. Ja, okay, aber da war das einzige Auto, was sie haben, ist der Rennwagen. Also gut. Müssen wir halt mit dem Rennwagen noch machen. Also wirklich. Die Amanda kann mit uns mit Moped mitfahren, aber Jackie nicht. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ja, ich scheiße auf den Sachschaden, weißt du? Das ist mir jetzt. Das ist mir eigentlich schon so latte. Es ist. Was soll's? Ich habe meine wichtigsten Dinge, was ich wollte, habe ich schon upgraded und passt. Aber ja, man bekommt halt eine Trophy für, wenn man halt alle Upgrades macht für von alles. Also von Ansehen, von Triad und von. Top. Da kann man auch eine Trophy, aber das Ding habe ich jetzt schon die ganze Zeit schon längst verkackt, glaube ich. Also von daher sind mir die Kopfpunkte jetzt relativ latte. So. Jetzt zu Jackie. Den nette. Hier für eine Scheiße. Real FM brauche ich nicht. Komm. Don't you. Joa. So, Jackie. Ich bin hier mit dem Auto, weil du mit dem Moped nicht fahren kannst oder mitfahren kannst. Du Schwanz. Ach, Jackie, du tust mir irgendwie leid. Und wie geht's schon mal? Warte, bis dunkel wird. Geil. Okay, wir brauchen irgendein Werkzeug. Kein Thema. Zack, zack, zack. Sehr schön. Gut, wir können alle befragen. Also misstrauisch können die gar nicht werden, wenn wir richtig das machen. Und ja, easy going. Okay, so. Kleidersammlung, ja natürlich, Way. Ist klar, kleiner Lügner, hä?